Peace, Freunde, und willkommen zu einem weiteren Streamerlets-Video. Heute schauen wir uns ein Video an. Stars und deren Lieblingsfußballteams. Man sieht hier Justin Bieber, Rihanna und Tommy Shelby. Mal gucken, was die so für Fans sind. Ich bin, glaube ich, auch im Video vertreten, weil ich bin ja auch ein Star. Wäre cool, wäre ich so ein Star, so roter Teppich und so, wäre schon geil. Aber ja, ich bin ein scheiß YouTuber. So ein Ding ist das. Lasst ein Like da, Freunde, wenn euch so ein Video gefällt. Ich bin hier jeden Tag aktiv, ich bringe jeden Tag ein Video, deswegen abonniert doch den Kanal. Wo ist denn das Problem? Ist doch kostenlos, Freunde. Würde mich sehr freuen. Lasst ein Abo da. Und ich habe immer noch Corona. Mein Corona-Test ist positiv seit eben. Scheiße. Ich wünsche mir selbst gute Besserung, Freunde. Danke für eure gute Besserungswünsche. Let's go. Mal gucken, welche Stars wir so dabei haben, ne? Also ich sag euch ehrlich, momentan Fan von einem Team kann man nicht sagen. Ich bin Supporter. Ich bin einmal HSV-Supporter und ich bin Manchester United-Supporter. Die aus der Champions League raus sind und die aus der zweiten Liga mal wieder nicht aufsteigen werden, weil die zu schlecht sind ab dem Frühling jedes Mal dasselbe. Jackson ist Liverpool-Fan, ist Schauspieler und ist 73 Jahre alt. Liverpool-Fan, das ist witzig. Das ist cool. Aber ich kenne Jackson nicht mal richtig. Will Ferrell. Ferrell kennen wir alle. Der Typ ist so witzig, ne? Das ist so ein witziger Schauspieler. Und der ist Chelsea-Fan, oder was? Die Amerikaner immer, ne? Die sind so krass. Ey, ich bin mal gespannt, ob The Rock hier auch drin ist. Ich bin mal gespannt. Ich habe ja gesehen, dass The Rock auf jeden Fall American Football-Fan ist. Aber von welchem Team er beispielsweise Fan ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht sehen wir das im Video. Aber Will Ferrell, okay. Chelsea-Fan scheinbar. Schreibt mir mal in die Kommentare, von was ihr Fans seid. J-Lo ist Real Madrid-Fan. Die hat da sogar schon mal gesungen im Trikot. Oha. J-Lo. Junge, die ist 52. Guck sie dir mal an. Die sieht doch nicht aus wie 52. Jennifer Lopez, Hilfe. Viele hatten früher mal Crush auf die, ne? Stallone. Sylvester Stallone. Actor. 75 Jahre alt. Everton-Fan. Boah, Richarlison. Und er, so glaube ich, ne? Jay-Z ist Arsenal-Fan, wirklich? Ist Jay-Z Arsenal-Fan? Boah, Jay-Z, krasser Typ, ne? Jay-Z, krasser Typ, Liverpool. Immer alle Premier League-Fans, warum? Okay, jetzt haben wir den ersten, der mal Serie A-Fan ist. AS Rom, Hardy. Hardy ist AS Rom-Fan. Ah, Snoop Dogg! Snoop Dogg, der hätte eigentlich so ein grünes Wappen sein müssen. Vielleicht ihr wisst, glaube ich, worüber ich reden will. So ein grünes Kleeblatt hätte da lieber sein müssen als Wappen. Das ist, glaube ich, seine einzige Liebe. 50 Jahre alt inzwischen schon? Alter! Junge, Junge, Junge. So ein Rentner schon, ne? Djokovic. Ah, der ist Mailand-Fan. Warum das denn? Das ist doch einer der besten Tennisspieler. Gordon Ramsay, das ist doch dieser Koch, ne, der immer alle anschreit. Was ist der denn ein Fan? Rangers? Okay. Interessant, interessant. Gordon Ramsay. Tom Cruise. Auch ein Macher, ne? LA Galaxy Fan. Wie kann man denn LA Galaxy Fan sein? Da kommen doch immer nur diese Spieler hin, die irgendwann zu alt sind und einfach noch ein bisschen Geld abstauben wollen. Da ist man Fan von? Habe ich ja noch nie gehört. Ist das krass. Jagger. Arsenal. Kann man jemand Bundesliga-Fan sein? Irgendwie HSV oder so? Ed Sheeran. Sorry, Leute. Was ist das überhaupt für ein Team? Ich erkenne das Team gar nicht. Kann mir jemand sagen, was das für ein Team ist? Ist das irgendwie englische Liga 2 oder 3 oder so? Oder was ist das für ein Team? Oh, John Cena ist Tottenham-Fan? Wirklich? John, his name is John Cena. Beep, beep, beep. Beep, beep, beep. Usain Bolt. Ich habe mir früher mal gewünscht, dass dieser Bruder nochmal eine Fußballkarriere anstrebt und dann so über Flügel so, drrr, rennt und dann alles auseinander nimmt. Usain Bolt. So ein Laufduell gegen Piqué oder so, wäre geil gewesen. Boah, da hat Justin Bieber sich jetzt ja gefreut, dass El Clasico 4-0 an Barca ging. Der ist 28 mittlerweile erst, ne? Krass, ey, der ist auch noch voll jung. Okay, der ist älter als ich, viel älter als ich, weil ich bin gerade 19, aber ja, der ist 28. Ich kenne Justin Bieber schon lange. Guck mal, er chillt mit Neymar und mit Dings.
Verstappen. PSW-Fan. Cool. Cool. Hamilton, das ist Formel-1-Fahrer, ne? Racing Driver. Arsenal. Mann, wo ist denn jetzt mein Bundesliga-Fan? Dann tu doch wenigstens mich ins Video mit rein. Anthony Joshua ist Watford-Fan. Fühle ich nicht so, Watford. Kani! Ja, war klar, dass Kani auch Manu-Fan ist. Guckt euch ihn mal an. Er ist Styler. Er ist ein fresher Typ. Er hat die Modeszene geprägt. Und er ist so ein kleines Vorbild so von mir, wo ich so denke, ja, Kani, der macht viel richtig. Coole Sachen, die du da trägst, Kani. Coole Sachen, die du da rausgebracht hast mit den Yeezys und so. Gut, dass wir beide Manchester United Supporter sind. So sind wir. Kani West und ich. So. Adele. Das ist Adele. Ich wusste nie, wie die aussieht. Ich kenne immer nur ihre Songs, wie die so singt. So. Oh. Und jetzt auf einmal weiß ich, wie die aussieht. Das ist ja geil. Aber wieso soll die 82 Pace haben? Die ist locker low. Also, die ist locker nur 35 Tempo oder so. Oh, Megan Fox. Megan Fox ist auch Manchester United-Fan. Also, Megan Fox, ich wollte gerade nur sagen, dass ich die schauspielerische Leistung, die du immer in den Filmen und so absolviert hast, dass ich die cool fand. Ich wollte dich nicht dazu einladen, dass wir beide mal zusammen Manchester United im Stadion gucken können. Weil, ich hab, nee, wollte ich gar nicht. Ich wollte nur sagen, dass du gute Schauspielerin bist. Warum hatte früher eigentlich jeder auf die Crush? Ja, okay, ich weiß, warum jeder auf die Crush hatte. Jetzt check ich das schon. Murphy. Ne, alle nur Premier League-Fans, ne? Langsam bin ich traurig. Aber wer ist auch freiwillig Bundesliga-Fan, so, ne? Da gibt es ja eigentlich nur so, die international bekannt sind: Bayern München, BVB, Leipzig ab und zu. Ja, okay, gibt es ein paar Leverkusen und so und Frankfurt und so gibt es jetzt auch international, aber so richtig gibt es da nur Bayern. Warum sind die ganzen Amerikaner eigentlich Premier League-Fans? Das ist doch aus England. Ich dachte, Amerika und England, die haten sich immer wegen der Sprache, wegen dem Akzent und so. Aber diese ganzen Amerikaner sind alle Premier League-Fans. Ohne Sinn. Guck, Will Smith, nächster Amerikaner, Arsenal-Fan. Das ist genau das, was ich meine. Nur weil die Englisch sprechen, oder was? Ja, okay, Premier League ist auch die beste Liga auf der Welt, ne? Finde ich persönlich. In der Premier League ist es so krass, dass jeder gegen jeden so krass gewinnen kann. Okay, es gibt immer noch so Liverpool, Chelsea, Man City und so, die noch mal andere Liga sind, aber. Ja. Chucky Chan, City-Fan. Oha. Man City, Digga. Chucky Chan, cool. Arnold Schwarzenegger. Auch Liverpool. Jeder ist Liverpool-Fan. Alter Schwede. Manchester United und Liverpool hatten wir, glaube ich, am meisten. Krass. Und ich bin auch einer, der Manchester United supportet. Aber nur, weil früher Ronaldo da gezockt hat und Ronaldo jetzt auch wieder hingegangen ist. Pogba habe ich auch lange gefühlt, wo Ronaldo weg war. Aber ja, lasst ein Like da. Lasst ein kostenloses Abo da, Freunde. Wir sehen uns. Haut rein. Peace.